Tag, Herr Kollege, was gucken Sie denn da? Ein Video von Ihrem letzten Zahnarztbesuch oder was ist das? Dem Geräusch nach zu urteilen? Das hätten Sie gerne. Sieht wirklich leicht aus. Das ist das Teil? Hm, genau. Sie wollen es also durchziehen heute? Ja, natürlich. Damit kann ich zeigen, dass mein Mann dann nicht der Einzige ist, der die Tat begangen hätte können. Und ganz im Mai, ich habe so schön geübt. Ja, also das möchte ich natürlich dann unter Beweis stellen. Okay, dann möchte ich Ihnen natürlich den Spaß nicht nehmen. Nein, auch nicht, wenn Sie schon so schön geübt haben. Ja. Nutzen wir den Mandanten, das glaube ich nicht. Das werden wir sehen. Schuldig ist er. Ja, das werden wir sehen. Das haben Sie schon so oft gesagt, wissen Sie? Und am Ende kam was anderes raus. Wollten wir mal abwarten. Heute, durch Tattoo verunstaltet, hat Thorsten Nitsche einem Ex-Kollegen aus Rache eine Waschmaschine auf die Stirn tätowiert. Ein Fall für Richterin Barbara Salesch. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Nitsche, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Körperverletzung. Und der Geschädigte Lars Buchwald, den habe ich als Nebenkläger zugelassen. Herr Nitsche, Ihr Vorname ist Thorsten. Sie sind am 16. Januar 75 in Köln geboren, wohnen auch dort. Ja. Ledig, Kinder haben Sie auch nicht. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Tätowierer, ich habe mein eigenes Studio. Jetzt die Anklage bitte, Herr Oberstaatsanwalt Römer. Dem Angeklagten wird Folgendes zur Last gelegt. Am 24. Januar 2023 feierte der Angeklagte die Eröffnung seines Tattoo-Studios. Zu Gast war unter anderem auch der Geschädigte und Nebenkläger Lars Buchwald, ein ehemaliger Kollege des Angeklagten. Beide arbeiteten früher zusammen in einer Bank. Den gesamten Abend überstichelte der Geschädigte gegen den Angeklagten. Im Gegenzug drohte dieser dann ausdrücklich damit, Herrn Buchwald eine Waschmaschine einzutätowieren. Lars Buchwald trank auf der Feier so viel, dass er vom Angeklagten in ein Hinterzimmer gebracht wurde, um dort seinen Rausch auszuschlafen. Irgendwann in der Zeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens am 25.01.2023 setzte Herr Nitsche seine Drohung dann um und tätowierte dem Nebenkläger tatsächlich eine Waschmaschine, und zwar mitten auf die Stirn, worunter der Geschädigte bis heute erheblich leidet. Thorsten Nitsche wird daher wegen Körperverletzung angeklagt, Vergehen strafbar nach § 223 Strafgesetzbuch. Vielen Dank, Herr Oberstaatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Höch, wird Ihr Mandant Angaben machen zur Sache? Ja, Herr Nitsche macht Angaben. Ja. Also ich habe überhaupt keinen Grund, meinem ehemaligen Kollegen eine Waschmaschine auf die Stirn zu tätowieren oder so zu verunstalten. Auch wenn ich noch so besoffen gewesen wäre. Ich hätte sowas Groteskes nie stechen können. Es geht jetzt nicht so direkt um die Qualität des Tattoos, sondern darum, ob Sie aus Rache dem Nebenkläger das auf die Stirn gestochen haben. Eine Waschmaschine und eine schlechte dazu. Ich bin nicht irgendein Hinterhof-Tätowierer. Ich habe einen guten Ruf. Damit man mal sehen kann, welche Qualität die Tattoos meines Mandanten haben, würde ich gerne mal ein paar Bilder zeigen, die ich bereits im Gericht vorgelegt habe. Ich darf die auf den Bildschirm legen. Ja, bitte. Man sieht da eigentlich sehr schön, das sind jetzt 3 Motive, sehr hochwertig. Also, ich meine, das ist die Qualität meines Mandanten. Und jetzt alternativ dazu das Tattoo des Geschädigten. Also, an der Arbeit sieht man doch allein schon, wie heißt das schön, Pinselstrich, aber in dem Fall das Führen der Tätowiernadel, dieses Ruckelige, dieses Zacklige. Also, selbst wenn er das gestochen hätte, wären das gerade Linien. Also, ja, ganz klar, andere Person, das kann nicht mein Mandant. Wusste gar nicht, dass Sie jetzt auch Kunstkritiker sind, Herr Verteidiger, schätze Ihren Eifer. Nein, aber Fachkompetenz dürfen Sie mir zusprechen. Vergessen. Das war ja an dem Abend, an dem die Eröffnung Ihres Tattoo-Studios gefeiert wurde. Und ich gehe mal davon aus, da wurde ja nicht nur alkoholfreier Prosecco gereicht, sondern da ist auch Alkohol geflossen. So, und unter Alkoholeinfluss kriegt man vielleicht auch die dritte Dimension nicht mehr so hin. Und so etwas kommt dabei heraus. Also erstens, die paar Bier, die würden mich nicht davon abhalten, ein ordentliches Tattoo zu stechen. Okay. Aber sowas Groteskes, Dilettantisches, ja, niemals. Also am Bier lag es nicht. Das heißt, Sie haben das absichtlich gemacht. Können wir das so mal sagen? Wissen Sie, Sie können ja sagen, Sie sind sonst gut. Leonardo da Vinci kann eine Mona Lisa malen, der kann auch Strichmännchen malen. Und für Sie geht das auch. Sie haben noch keine Ahnung. Extra schlecht gestochen, ne? Damit du mich entstellen kannst, ja? Ich habe gerade mein Tätowierstudio eröffnet. Ich werde doch jetzt nicht meinen Ruf verunstalten, ja, nur um dir irgend so ein Drecksding auf die Stirn zu pinseln. Nein. Also ich habe hier ja mal die Tätowierpistole und nach dem Gutachten ist dieses Tattoo jedenfalls aus Ihrem Tattoo-Studium damit gestochen worden. Ja, aber die hätte sich jeder nehmen können. Ich habe allen Gästen meine Räumlichkeiten gezeigt, meine Geräte gezeigt. Ja, ganz toll bei Ihnen, aber Sie haben nicht jedem erklärt, wie man so ein Ding bedient, richtig? Das weiß nicht jeder. Das ist schon ein gewisses Insiderwissen, ein gewisses Täterwissen. Wer war überhaupt alles bei dieser Feier? Ja, Lars, ich... Lars' Freundin, die Franziska,
der Marco, ein ehemaliger Kollege von mir noch, und die Caro, meine Tätowiererin. Ja, und dann Laufkundschaft, die halt neugierig waren, was es für ein neuer Laden ist. Genau. Die waren aber schnell wieder weg. Also der Herr Buchwald wurde ja zwischen 0 Uhr, als er auf das Hinterzimmer von ihm begleitet worden ist, und 6 Uhr, als er wach geworden ist, tätowiert. Innerhalb von diesem Zeitraum ist das passiert. Herr Nitsche, wo waren Sie an dem Tag zwischen 0 und 6 Uhr morgens? So gegen 0 Uhr bin ich mit Marco und Caro noch ein Döner essen gegangen, um Alkohol ein bisschen aufzusaugen. Wir haben vorher, hat der Marco und ich den Lars noch ins Hinterzimmer gelegt, damit er seinen Rausch ausschlafen kann. Hatte den Zweitschlüssel dazu gelegt, weil ich musste ja abschließen. Und okay. Wenn er wach wird, will er ja auch raus. Als hättet ihr das als Nettigkeit getan. Das war alles Teil des Plans. Warum hat der Buchwald überhaupt jetzt bei Ihnen im Tattoo-Studio übernachtet? Ja, der war so rotzenvoll. Er konnte ja keinen Meter mehr gehen. Deswegen war auch seine Freundin, die Franziska, schon ziemlich angepisst. Und da habe ich gesagt, mit Marco, komm, legen wir lieber hinten ins Hinterzimmer, kann er seinen Rausch ausschlafen. Wir haben jedenfalls keine Einbruchsspuren an der Tür zu Ihrem Studio sicherstellen können. Das heißt, es muss jemand mit einem Schlüssel, einem normalen Schlüssel, reingekommen sein. Wer hat eigentlich alles einen Schlüssel? Er hatte meinen Zweitschlüssel. Ja. Ich habe meinen Schlüssel. Ja. Und eventuell noch der Vorbesitzer von dem Laden. Der Vorbesitzer, Sie meinen den Vormieter, Oliver Dirks, den holen wir gleich noch als Zeugen. Der hatte aber im Gegensatz zu Ihnen nicht das geringste Motiv, ihm so etwas anzutun. Gibt's keinen Grund. Ja. Aber wir sollten doch noch mal bitte festhalten, das haben Sie noch gar nicht ausgeführt, dass der Schlüssel ja in der Nacht verloren gegangen ist. Also Sie haben ihn noch gehabt, Sie haben das Studio zugeschlossen. Ja. Und Sie, glaube ich, war mit Caroline Rudolfs und mit Marco Völker noch was essen. Right. So. Ja. Und dann muss irgendjemand ihn irgendwo in diesem Zeitraum den Schlüssel aus der Tasche entwendet haben, weil am nächsten Tag war er nicht mehr da. Ja, entweder habe ich ihn verloren oder er wurde mir aus der Tasche geklaut von Marco oder Caro, weil die beiden waren mit, um sich danach wieder ins Studio zu schleichen. Aber wissen Sie nicht mehr so genau, ausgerechnet in dieser Nacht, so ein Zufall, geht Ihnen der Schlüssel verloren oder wird gestohlen? Am Alkohol kann es ja nicht gelegen haben. Sie haben gesagt, zu viel getrunken haben Sie ja nicht. Und die Papiere hauen Sie nicht um. Noch was, Ihre Mitarbeiterin ist die Einzige außer Ihnen, die dieses Ding bedienen kann. Aber was heißt denn bedienen? Also Sie heben das auf so ein hohes Podest, als wäre das irgendwas Besonderes. Also es muss ja kein professioneller Tätowierer gewesen sein, der dieses Tattoo gestochen hat. Ist doch gar nicht erforderlich. Ja, aber man muss es doch können, ein bisschen, oder nicht? Ja, ein bisschen muss man es können, aber das ist ja genau das Stichwort. Deswegen habe ich Ihnen das ja vorhin schon gesagt, Frau Vorsitzende. Ich hatte es schon angekündigt, ich habe mir von einem Freund erlaubt, eine Tattoo-Nadel zu besorgen. Relativ einfaches Teil, das wird eingetunkt. Ich habe mir das alles nur im Internet angeschaut. Das ist relativ simpel und ich will mal kurz zeigen, was ich da geübt habe. Also nur damit gleich nicht das Missverständnis da entsteht. Das ist natürlich Schweinehaut, die ich besorgt habe, und keine echte Menschenhaut. Der Herr Oberstaatsanwalt Römer war nicht bereit, auszugsweise, nein, auf keinen auszugsweise Fall, seinen Arm oder seinen Oberschenkel, den ich gerne tätowiert hätte, zur Verfügung zu stellen. Und sehen Sie da? Also, ich meine, für reichliche Kunst reicht das natürlich nicht. Ja, ich bin ein Anfänger, aber ich würde sagen, umso mehr ich das Ding übe und mache, sehen Sie, oh, das ist ja schon fast eine Waschmaschine. Und ich habe sogar einen kleinen Kringel hinbekommen. Und nochmal, ich habe keine große Übung, alles nur aus dem Internet. Ganz fantastisch. Ich muss wirklich sagen, Frau Vorsitzende, die Welt wäre so viel ärmer ohne seine Kunst. Das muss man wirklich sagen. Das haben Sie ganz fantastisch gemacht. Sie können es käuflich erwerben, wenn Sie wollen. Ich bleibe aber dabei. Der Einzige, der sich wirklich damit auskennt, auch mit den Materialien, ist neben Ihrer Mitarbeiterin der Angeklagte. Und sonst niemand von den Gästen, die sonst da waren und noch Zugang hatten zu Ihrem Studio. Lächerlich. Herr Nitsche, wenn Sie es nicht waren, okay, wer hatte denn Ihrer Meinung nach dieses Tattoo bei Ihnen gestochen? Irgendeine Idee wenigstens? Also wenn ich das rauskriege, erfahren Sie es als Erstes, versprochen. Na, ich würde es gerne zuerst erfahren, dann sage ich es der Vorsitzenden, aber egal. Wenn es passt, ja. Noch Fragen an den Angeklagten? Keine weiteren Fragen, vielen Dank. Dann beginnen wir mit dem Nebenkläger. Kommen Herr Sie Buchwald, zu mir, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Sie können ja vielleicht noch einen Waschtrockner dazu malen in der Zwischenzeit. Ich sehe schon, ich sehe schon. Ich kriege Sie noch rein in die Arbeitsgruppe. Herr Buchwald, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. 55, man kann immer schweigen. Wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, kann man immer sagen, dazu sage ich nichts. Nur lügen dürfen Sie halt nicht. Lars ist Ihr Vorname, Sie sind 44, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Bankfachwirt. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein. Das ist nur ein ehemaliger Kollege von mir, der hat bis vor ein paar Monaten noch mit mir in der Bank gearbeitet. Mhm.
Er sieht auch jetzt nicht unbedingt so aus wie so ein Banker, muss ich sagen. Ich dachte, Sie hätten das Tattoo-Studio schon deutlich länger. Fest steht jedenfalls eines, dass während Sie schliefen, irgendjemand gekommen ist und Ihnen diese Waschmaschine auf die Stirn tätowiert hat. Also entweder der Angeklagte, sagt die Staatsanwaltschaft, oder irgendwie eine andere Person. Könnten Sie das Pflaster mal abnehmen? Ja, klar. Ja, steht dir. Oh ja, jetzt geht's. Ja. Du gibst also zu, dass du das warst, ja? Und sieh zurück auf den Platz. Gar nichts gebe ich zu. Zurück. Aber so ein schönes Gesicht wie deins verunstaltet doch gar nichts. Sie sind gerade dabei, das Tattoo entfernen zu lassen, oder? Ich bin gerade dabei, tatsächlich. Und ich will das Ding ja loswerden, weil ich habe jetzt eine Weiterbildung gemacht. Und da kann ich mich da so nicht blicken lassen bei den Kunden. Herr Buchwald, Sie und der Angeklagte sind jetzt nicht die dicksten Freunde, sagen wir mal so rum. Wieso waren Sie dann bei der Eröffnungsfeier? Habe ich mich auch gewundert, warum er mich eingeladen hatte. Aber ich war neugierig und wir haben auch gut gefeiert. Und der hatte ja schon immer so ein bisschen Hass auf mich. Mhm. Und da dachte ich mir ganz einfach, dass das, er sich jetzt mal auslassen kann. Aufgrund dessen, weil ich ihn auch immer so ein bisschen niedergemacht habe. Als Banker ist er ja immer ein Loser gewesen. Er hat immer weniger verdient als ich. Da war er mal neidisch. Ja, und jetzt halt das hier. Immer. Du hast doch dauernd gesagt, dass du zu was Höherem berufen bist. Er meinte immer, er wäre was Besseres. Aber versucht und ausprobiert hat er nie was. Ja, meinst du? Ich habe die Weiterbildung gemacht zum Bankfachwirt. Nicht nur mehr nur als Banker. Ui, super. Das ist mir Wuppe. Ich habe mein Tätowierstudio. Schön. Das lasse ich mir von keinem nehmen. Also wie auch immer, hat es mit so diesem Waschmaschinentattoo irgendeine Bedeutung? Also verstehst du mich nicht so ganz? Das ist so ein Running Gag in der Tattoo-Szene. Ah, da bin ich nicht drin. Gott sei Dank. Es heißt so, dass Häftlinge ihren Mitinsassen eine Waschmaschine tätowieren, wenn die zu viel ausplaudern, was sie nicht sollen. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Aber Sie haben es ihm angedroht, ist das richtig? Sie haben es ihm an diesem Abend angedroht. Das war ein Scherz. Das ist doch alles so scherzhaft. Ja, natürlich. Und darüber gibt es auch ein Video, Herr Oberstaatsanwalt. Oh Mann, blasen Sie sich nicht so auf. Das kennen Sie, das Video. Ja, und daraus geht hervor, dass es scherzhaft gemeint ist. Vielleicht wollen wir es mal anschauen. Oder wir schauen das Video uns an. Es gibt auch Drohungen im Gewande des Scherzes. Wir schauen uns das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Ja, jetzt schauen Sie es an. Der Thorsten, der hat sich am Weihnachtsbaum festgehalten. Ja, da hören Sie es. Scherzhaft. Der Waschmaschine auf den Hintern. Ja. Also könnten wir vielleicht wenigstens da Unstreitigkeit herstellen, dass das kein Platz auf dem Hintern ist. Das ist eine Stirn. Also da ist schon mal eine Abweichung. Schaffen wir das? Hervorragend. Und der zweite Punkt ist auch der, Sie sehen auch im Video ganz eindeutig, dass nicht mein Mandant den Herrn Buchwald abgeführt hat. Also Sie kippen davon ganz alleine. Was war das, Tequila oder was haben Sie da reingeschossen? Ja, Tequila. Also, Sie haben sich doch selbst betrunken gemacht. Übrigen, Herr Verteidiger, wissen Sie, Hintern und Gesicht, es war ja dunkel, da kann man das ja vielleicht ab und zu verwechseln. Bei manchen Menschen ist das durchaus möglich. Das ist doch keine böse Absicht gewesen. Es war ein Scherz, Herr Römer. Ja. Ein reiner Scherz. Also die Party war im vollen Gange und ging zu Ende. Was war da weiter dann? Da kann ich mich ganz vage dran erinnern, weil dass mich der Thorsten und der Marco hinten auf die Liege gelegt hatte. Und da bin ich sofort eingepennt. Mhm. Okay. Und von der Tat selber haben Sie überhaupt nichts gemerkt? Ja, wie denn? Ich war so voll, da konnte ich gar nichts mehr mitkriegen. Aha. Das als Banker, naja, meinetwegen. War der Laden abgeschlossen oder offen, als Sie dann nach Hause gegangen sind? Das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich habe mir den Zweitschlüssel geschnappt, habe mir dann ein Taxi genommen und habe mich nur gewundert, warum der Taxifahrer mich so komisch angeguckt hatte. Bin dann nach Hause rein und dann habe ich in den Spiegel geschaut und dann habe ich genau gewusst, warum. Genau deswegen hier oben. Ja. Dank dir. Und dafür wirst du zahlen. Jeden einzelnen Cent. Mein Mandant wird da gar keinen Cent. Nein, der wird gar nichts bezahlen. Sie müssen das mal durchsetzen. Mein Mandant hat das Tattoo nicht gemacht. Und da muss er auch dafür nicht gerade stehen. Hören Sie auf mit diesen Anschuldigungen. Die stimmen einfach nicht. Als Tatverdächtiger kommt natürlich jetzt auch der Verteidiger in Betracht. Denn wir haben gesehen, da ist eine gewisse Ähnlichkeit in der Handschrift, würde ich mal sagen. Ach so. Ja, das hätte von Ihnen sein können. Danke, also da müssen wir den Herrn Hülsch noch mal Zeugen hören. Was ist mit Ihnen los, Herr Buchwald? Mir ist gerade ein bisschen schwindelig. Ich brauche ein bisschen Wasser. Oh, Herr Rechtsanwalt, wäre das möglich Die kleinste Lösung. Danke, Herr Rechtsanwalt. Ich denke trotzdem, die Verhandlung wird für 15 Minuten unterbrochen. Boah, Tine, das ist so langweilig hier.
Okay, bei deiner Wette bin ich dabei. Sexy Anwälte und Männer in Uniform gibt es hier genug. Eine Handynummer und du zahlst heute Abend alle Cocktails? Okay. Hallo, Sexy. Du bist bestimmt ganz wichtig hier, oder? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Du hast bestimmt schon jede Menge böse Jungs festgenommen. Gib mir deine Handynummer. Das würde mir schon sehr helfen. Das ist sehr nett, aber kein Interesse. Oh, Caro, lässt du nie was anbrennen, ne? Bist du eifersüchtig, Lars? Wegen dir? Vergiss es. Pass lieber auf, was du sagst, sonst packe ich vor Gericht aus. Ach, halt die Klappe, du Schlange. Die Verhandlung wird fortgesetzt. Geht's besser, Herr Buchholz? Danke. Jetzt, was macht Sie so sicher, dass es nur der Angeklagte gewesen sein kann, der Ihnen das Tattoo gestochen hat? Ich meine, Rechtsanwalt Höch hat gerade demonstriert, dass das auch ein Ungeübter, ich nehme mal an, dass er halbwegs ungeübt ist, ein solches Tattoo hinbekommt. Ja, also er war ja schon immer neidisch auf mich in der Bank. Ich habe immer mehr verdient als er, kommt mit den Kollegen ganz gut. Das ist ein Schleimbolzen. Und Sie meinen schlichtweg, dass er sich damit gerecht hat? Es ist eindeutig, er konnte sich ja jetzt austoben. Ach. Ja, Sie konnten es ihm heimzahlen, da ist schon was dran. Und es gibt etwas, Frau Vorsitzende, was die Aussage des Nebenklägers bestätigt. Das ist ein Auszug, den ich hier gleich einführen möchte, ja, aus dem alten Kollegen-Gruppenchat aus der Bank. Das ist ganz interessant. Der ist vom 12. Juni 2022. Da schreibt ein Marco, ein anderer Kollege, Glückwunsch zur Beförderung. Lars, da ist aber nach einer Runde fällig. Klar, natürlich, Leute, sagen Sie. Dann kommt der Angeklagte, Thorsten. Herzlichen Glückwunsch, Lars. Hast es also mal wieder geschafft, dich bei der Chefin einzuschleimen. Denn seinen gibt's der Herr im Schlaf. Fabian, anderer Kollege, kommentiert, sei nicht so gemein. Lars kann sich eben gut verkaufen. Thorsten, ja bestimmt, Kompetenz war ja wohl nicht das Kriterium. Aber mit Frauen konnte unser Lars ja schon immer gut. Ja, das zeigt da ganz deutlich, dass der Thorsten neidisch auf mich ist. Ja? Dass er jetzt als Tätowierer anfängt. Ja? Ach, komm, Junge. Herr Nietzsche, lass vielleicht, Sie weil er meint, da kommt er auch besser. Wir lassen Junge, uns bei den Frauen bleiben. An. Hallo, guck dich doch mal den an. Ich habe überhaupt keinen Grund, neidisch zu sein. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich habe ein Tätowierstudio. Und das lasse ich mir von keinem kaputt machen. Von niemandem. Ja, nee, ist klar. Das ruiniert meinen Ruf. Das wäre Selbstmord für mich. Noch Fragen an den Zeugen Buchwald? Keine weiteren Fragen. Bleibt unvereidigt. Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Caroline Rudolph, bitte. Nehmen Sie Platz, Frau Rudolph. Ja, szenetypisch. Rudolph, was man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sie strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55. Sie können beides, ne? Zuhören und sitzen. Schön. Ja. Sonst macht man sich strafbar, wenn man die Unwahrheit sagt. Schweigen kann man 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage der Straftat bezichtigen müsste. Caroline ist Ihr Vorname, sind 25, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Tätowiererin bei Thorsten im Studio. Ja. Und nebenbei noch Tattoo-Model unter dem Namen Tennessee Rose. Da ich eine Rose an einer ganz bestimmten Stelle trage, falls die Herren mal schauen wollen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht lieber der Fantasie der beiden Herren überlassen möchte. Schade. Es gibt Dinge, die muss man nicht sehen. Ja, wenn er Höch die gestochen hat, möchte ich sie nicht sehen. Vielen Dank. Nehmen Sie Platz. Verwandt oder verschwägert? Nein. Mit dem Angeklagten? Die Herren können sich das Tattoo gerne später privat ansehen. Ich brauche nur Ihre Handynummern. Nur zur Information. Wir sind in einem Gerichtssaal und jetzt noch nicht beim Speed-Dating. Und auch nicht bei Tinder. Oh, wir müssen das Ding ausmachen. Ist das Ihr, Herr Buchwald, bitte weg. Wollen Sie mich doch noch mal schauen? Danke. Sehr nett, aber. Wolf, der Staatsanwalt hat schon Schlimmeres gesehen. So, und jetzt konzentrieren Sie sich bitte. Es geht jetzt um diese Eröffnungsfeier in seinem Tattoo-Studio und deren Folgen für den Nebenkläger. Er wurde am Ende betrunken, sturzbetrunken, muss man sagen, im Hinterzimmer einquartiert. So, dann ist man zum Döneressen gegangen, da waren Sie auch dabei. Irgendjemand muss zurückgekommen sein, aufgeschlossen haben und hat ihm diese amateurhafte Waschmaschine auf die Stirn tätowiert. 25.01. Wo waren Sie jetzt um die Zeit 0 bis 6 Uhr? Ich war bis ca. 1 Uhr mit Thorsten und Marco Döneressen. Ja. Danach bin ich nach Hause. Allein, auch wenn das sehr selten vorkommt. Ach Gott, das Frau Rudolph, das tut mir so im Herzen weh. Wissen Sie warum? Lügen Sie doch nicht, Herr Verteidiger. Sie haben dann kein Alibi. Ach Gott, Sie haben kein Alibi. Das heißt, Sie kennen den Laden, Sie kennen die Geräte im Tattoo-Studio. Und um mit den Worten des Herrn Oberstaatsanwalts zu sagen, also auch Sie erfüllen alle Kriterien, die der Täter erfüllen muss. Sie kommen für mich als Täter in Betracht. Herr Anwalt, ich bin schockiert. Nicht wahr? Trauen Sie mir so etwas Böses zu? Nein, natürlich nicht, aber ganz ehrlich, ja. Habe ich schon gesagt, dass ich auf frisierte Köpfe stehe?
Ah, okay. Da drüben ist auch einer. Aber wissen Sie, dem Herrn Staatsanwalt, ein natürlich mit dem Herrn Buchwald so eine gewisse attraktive Stirn, da haben Sie sich doch richtig austoben können. Also nicht beim Oberstaatsanwalt, aber beim Herrn Buchwald, oder? Geben Sie es doch zu. Ja, na klar, das war schon immer mein künstlerischer Traum, jemanden eine Waschmaschine auf die Stirn zu tätowieren. Merke, es kommt ihr aus Ihnen raus. Warum ziehen Sie das eigentlich so ins Lächerliche? Die Menschen ziehen die Dinge meistens dann ins Lächerliche, wenn etwas dran ist. Nein, ich war das nicht. Haben Sie sich mal diese Linien angesehen? So krakelig, das würde ich nicht mal mit Absicht hinbekommen. Also, wer unterschiedlich Finger... Herr Buchwald? Ja, Entschuldigung. Sollten wir. Ich weiß nicht, ob ich Sie entschuldige. Jetzt wird ausgestellt. Herr Gott nochmal. Also, Frau Rudolph, ganz ehrlich, also, Sie tätowieren doch nicht so lange wie Ihr Chef, oder? Nein, aber einer, der so tätowiert, wird definitiv in keinem Studio auf die Kunden losgelassen. So tätowiert nur jemand, der aus dem Knast kommt oder besoffen ist. Ja, schönes Stichwort, besoffen. Besoffen war doch jeder auf dieser Party. Also, ich habe auf dem Video gerade eben nur besoffene Leute gesehen. Und ganz ehrlich, Sie haben mit dem Herrn Buchwald auch Tequila getrunken, und zwar nicht so wenig. Ja, na und? Ich amüsiere mich halt gern. Ja. Aber ich kann nicht mal so besoffen sein, um jemand so eine Waschmaschine auf die Stirn zu tätowieren. Außerdem habe ich dafür gar keinen Grund gehabt. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Lars Buchwald? Ganz normal. Lars ist ein Bekannter von Thorsten. Wir haben uns ab und zu mal gesehen. Herr Buchwald, machen Sie bitte das. Entschuldigung. Herr Buchwald, das scheint wichtig es zu sein, weil reicht mir. Das ist bestimmt meine Partnerin, die Franziska. Das interessiert Franziska. Mich überhaupt nicht, wer die sollte ist. Eigentlich schon längst hier sein. Darf ich mal kurz rausgehen? Sie sind ja bereits dabei, rauszugehen. Nächstes Mal warten Sie vielleicht noch die Antwort ab. Aber wir können auch sehr gut ohne Nebenkläger weitermachen. Ja. Hi, Süße, wo bist du? Du solltest schon längst im Gericht sein. Ja, vergiss das mal mit der Süßen. Ich komme nicht raus mit dem Auto, weil die Einfahrt zugestellt ist mit Paletten, mit Flaschen. Hunderte von Flaschen. Was soll das? Ja, ich kann dir das erklären. Das ist eine Verwechslung. Pass auf, schnapp dir ein Taxi, komm ins Gericht. Ich erkläre dir das. Okay? Nee, das ist keine Verwechslung. Da steht dein Name drauf. Ich bin echt gespannt auf die Erklärung. Ja, ich komme gleich. Ja, super. Danke dir. Bis gleich. Ciao. Mann! Trouble im Paradies? Das geschieht dir recht. So ist das mit dem Karma. Ja. Halt bloß den Mund, du! Das sagt der Richtige. Hallo, was ist denn hier los? Sie gehen mal bitte in den Saal und Sie nehmen Platz, bis Sie aufgerufen werden, ja? Na also, ging doch. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Frau Rudolph, mehrere Partygäste haben ausgesagt, dass Sie den Herrn Buchwald auf der Party massiv angeflirtet haben. Ich bin schockiert. Sowas würde ich nie tun. Nein. Ja, komm, sparen Sie sich Ihre Spielchen. Und Sie fragen konkret. Also, wir wollen es ja gar nicht ins Lächerliche ziehen. Spaß beiseite. Auf Ihrer Social-Media-Seite, und zwar auf der Social-Media-Seite des Studios, gibt es einige Fotos, insgesamt 3 Stück. Und die, glaube ich, können gut wiedergeben, was auf der Öffnungsfeier zwischen Ihnen und der Herrn Buchwald stattgefunden hat. Vielleicht darf ich die mal kurz einspielen. Ja, legen wir drauf, ja. Also, das ist schon zärtlich. Das ist nicht eine normale Berührung. Dann das zweite Bild. Ja, jedenfalls ist auch das ein sehr anzügliches Bild. Und dann das dritte Bild. Hier haben wir doch schon ganz enge, sympathische Umarmungen. Ah, das ist doch schon intim, oder? Die Bilder sind doch völlig aus dem Kontext gerissen. Wir haben uns doch nur unterhalten. Ja, mehr was ist das sieht denn? Man auch nicht. Also, warum haben Sie dann die Lippen immer zu beim Unterhalten? Weil manche Leute auch zuhören, Herr Verteidiger. Ja. Nicht alle reden immer so viel wie und noch mal ganz konkret, Herr Bohr, und warum regen Sie sich dann so drüber auf, wenn da nichts war? Na und? Sind doch schöne Fotos. Lars wird so schön anhänglich, wenn er etwas getrunken hat. Aha, schöne Fotos. Aber ich habe den Herrn Buchwald noch im Ohr klingeln, dass er sich sehr über diese Fotos aufgeregt hat. Ist das unangenehm? Ja, das wirkt halt so, als wenn wir da sonst was gemacht hätten. Aber ich war hier mit meiner Freundin da und ich habe ihr eine Abfuhr verteilt. Nee, eine Abfuhr? Ach Gott! Miss Germany. Oder würde ich sagen, Miss Tattoo Germany, eine Abfuhr erteilt. Ach Gott, Frau Rudolph, das muss sie ja brutal gekränkt haben, oder? Was soll das denn jetzt? Das tut doch richtig weh, so eine Abfuhr. Sind Sie das überhaupt gewöhnt? Können Sie damit umgehen? Das ist doch lächerlich, als würde ich wegen einer Abfuhr so austicken. Lars ist auch nicht der einzige Mann auf der Welt. Und so toll ist er dann doch nicht. Noch Fragen an die Zeugin Rudolph? Nein, danke. Bleibt unvereidigt. Dann machen wir weiter mit Oliver Dirks, dem Vormieter des Tattoo-Studios. Ja. Herr Dirks, bitte. Nehmen Sie Platz, sagen Sie die Wahrheit, wenn es irgend geht. Und wenn nicht, macht man Sie strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55. Wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, kann man sagen, dazu sage ich nicht, so lügen dürfen Sie halt nicht. Herr Dirks, Ihr Vorname ist Oliver, Sie sind 62 und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Tätowierer, aber im Moment leider ohne eigenes Studio.
verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Ganz sicher nicht. Herr Dirks, der Thorsten Nitsche ist ja hier angeklagt wegen Körperverletzung. Er soll am 25. Januar einen früheren Kollegen aus der Bank zwischen 0 und 6 Uhr morgens, er war total hinüber betrunken, eine Waschmaschine auf die Stirn tätowiert haben, und zwar extrem schlecht. Auf dieser Party waren Sie jetzt nicht. Wo waren Sie eigentlich in dieser fraglichen Nacht? Wahrscheinlich im Bett. Aber ich weiß sowieso nicht, wo man mich hier vor Gericht zerrt. Ich kenne den da überhaupt nicht. Sie machen so ein bisschen nervösen Eindruck. Gibt es hier was zu verbergen oder was? Nee, das ist so eine Situation bei mir. Wenn ich zum Zahnarzt muss oder wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, dann ist so eine Effekthandlung dann. Ja, ich wäre auch nervös, wenn ich so eine Jacke tragen würde. Aber unabhängig davon, also ich habe Sie als Zeuge laden lassen. Warum? Weil Sie der Vormieter des Tattoo-Studios waren. Das heißt, Sie haben doch das Studio aufgegeben, weil Sie die Miete nicht mehr zahlen konnten. Das stimmt doch, oder? Ja, und ich habe aber trotzdem nichts mit der Waschmaschine bei ihm auf der Stirn zu tun, ja, die außerdem auch echt mies gestochen worden ist. Das wäre auch der erste Zeuge, der dann gleich ein Geständnis ablegt. Es ist doch klar, Herr Dirks. Aber Sie haben doch diesen Verlust Ihres Ladens, da waren Sie doch super wütend darüber. Und ich meine, so wütend, dass Sie mit diesem Waschmaschinentattoo hätten Sie einen handfesten Skandal, um meinem Mandanten, der gerade den Laden aufmachen wollte, gleich eine Breitseite zu geben. Da kann er gleich wieder zumachen. Völliger Blödsinn. Ja, sicher hat mich das gefuchst, dass ich nach über 20 Jahren meinen Laden aufgeben muss. Ja. Aber eins ist sicher, ich würde niemals einem Wehrlosen ein Tattoo stechen, was vor allem noch so schlecht ist, weil das geht gegen meine Berufsehre als Tätowierer. Vor allen Dingen passt das eher zu ihm da. Was? Deine Hetzkampagne im Netz? Reicht dir wohl nicht. Jetzt musst du auch noch vor Gericht über mich herziehen. Keine Ahnung, was du meinst. Oh, Herr Dirks, dann helfe ich Ihnen doch mal ganz kurz mit Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. Es hat nämlich jemand mit den Abkürzungen OD, Olli und O62 vor der Eröffnung des Tattoo-Studios bereits negative Bewertungen im Internet abgegeben. Aber ist natürlich eine Abkürzung, aber OD, Oliver Dirks, 62, klingelt Ihnen da vielleicht was? Ich weiß, Sie gucken so verdutzt, es klingelt gar nichts. Ich will Sie mal zeigen, dass noch mehr klingelt. Also, ich will nur mal das vorlesen, was diese Person, wo ich immer glaube, dass Sie das waren, kommentiert hat. Also hier, völlig verdreckter Laden, man kriegt schon Pickel beim Reinkommen, nie wieder. Das war am 19. Januar 2023, vor der Eröffnung. Unhöflich, launisch, meine Haut ist völlig beschädigt, das allerletzte. 24.01.23, da war das Studio noch gar nicht offen und Sie haben das schon kommentiert, jedenfalls meine Meinung. Und dann, falsch gestochen und auch noch entzündet, lass die Finger von Thorsten, Tattoo-Studio. Alles vor der Eröffnung, das waren Sie nicht? Und, was soll das jetzt beweisen? Wissen Sie, da gibt's noch was anderes, will ich Ihnen auch vorhalten. Ich weiß nicht, wussten Sie eigentlich, dass Apps in Ihrem Handy auch den Standort teilen, auch wenn Sie das gar nicht merken? Das wussten Sie nicht, ne? Schlecht für Sie, aber interessant für uns. Denn obwohl Sie angeblich nachts im Bett gewesen sind, also das haben Sie so erklärt, wie kann es dann sein, dass Ihr Handy am Tattag gegen 1 Uhr zumindest am Tattoo-Studio meines Mandanten gewesen ist? Das sagt nämlich der Ausdruck hier. Das müssen Sie mir erklären. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und Sie haben noch einen Schlüssel für das Studio, ne? Das stimmt nicht. Das ist gelogen. Am Tag vor der Eröffnung war ich noch am Räumen, da habe ich dich gehört, da hast du die Tür aufgeschlossen. Du bist direkt wieder umgedreht, als du mich hinten gehört hast. Aber ich habe dich gesehen. Sie haben noch einen Schlüssel. Herr Dirks, ich möchte nur noch mal an die Wahrheitspflicht erinnern, weil 3 Monate Mindeststrafe für eine Falschaussage sind sehr teuer für einen nicht zurückgegebenen Schlüssel. Haben Sie noch einen Schlüssel für Ihr früheres Tattoo-Studio? Ja. Oder nein? Ja, gut, habe ich. Oh, du Mistkerl, ich hätte schon längst die Schlösser austauschen sollen. So, was war jetzt in der Tatnacht um 1 Uhr? Ach, da war ich im Studio um 1 Uhr. Ja, und da haben Sie den betrunkenen Herrn Buchwald gesehen und die Chance ergriffen, meine Mandanten zu ruinieren, bevor überhaupt das Studio aufgemacht wurde. Sie wissen auch ganz genau, Sie wissen ganz genau um den Mythos des Waschmaschinentattoos, das wissen Sie. Verdammt, nein, das stimmt nicht. Ich bin ins Studio gegangen, um einen stinkenden Fisch hinter der Heizung zu verstecken. Ich habe mir gedacht, wenn es denn da stinkt, kommen keine Kunden mehr. Okay. Das gibt's sogar nicht. Ja, naja, schön, war aber wohl nicht die beste Idee von mir. Aber von Gestank hat die Polizei überhaupt nichts. Sie ist ja dann bemerkt. Dann haben Sie augenscheinlich Ihr Vorhaben mit dem stinkenden Fisch wieder aufgegeben. Oder warum? Weswegen? Als ich dann ins Studio gekommen bin, habe ich jemand gehört, der schnarchte da hinten im Hinterzimmer. Da bin ich direkt wieder abgehauen, weil ich wollte ja nicht gesehen werden. Aber eins kann ich Ihnen sagen,
hätte ich dieses Tattoo da gestochen, wäre es um 100% besser gewesen. Mindestens. Noch Fragen an den Zeugen? Nein, keine weiteren Fragen. Bleibt unvereidigt. Dann möchte ich mal Marco Völker haben. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Einen früheren Kollegen des Angeklagten. Herr Völker, bitte. Herr Völker, nehmen Sie Platz. Herr Völker, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, weiß man. Wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, kann man immer sagen, dazu sage ich nichts, nur Lügen halt nicht. Herr Völker, Ihr Vorname ist Markus, Sie sind 45, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Bankkaufmann. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, wir sind Ex-Kollegen von der Bank. Herr Völker, die Staatsanwaltschaft ist ja davon überzeugt, dass der Angeklagte Ihrem Kollegen, dem Lars Buchwald, das Tattoo gestochen hat. Sie waren jetzt an diesem Abend auch in diesem Tattoo-Studio drin. Haben Sie irgendwas davon mitbekommen? Nee, also von dem Tattoo nicht. Das habe ich erst später gesehen. Aber war eine ziemlich coole Feier. Ja, auf jeden Fall alkohollastig. Sie arbeiten ja zusammen mit Lars Buchwald in der Bank, wo früher auch der Angeklagte gearbeitet hat. Wie war das denn so unter Kollegen? Schwierig. Thorsten hat immer gegen Lars gestichelt. Und ja, bevor Sie fragen, ich traue Thorsten auch zu, dass er Lars das Tattoo verpasst hat. Aber es trifft nicht den Falschen. Lars hat es echt verdient. Spinnst du? Mein Leben ist zerstört. Tut mir leid. Du bist echt der letzte Mensch, mit dem ich Mitleid habe. Warum denn das? Was soll das denn andeuten? Ach, wissen Sie, das tut jetzt hier auch nichts zur Sache. Doch, Herr Völker. Genau das tut etwas zur Sache. Denn Sie haben 3 Tage vor der Tat dem Geschädigten eine sehr wüste Sprachnachricht geschickt. Ich möchte gerne einführen und vorspielen. Was bist du für ein verlogener Mistkerl? Ich dachte, wir sind Kumpel. Du hast mir mein Leben versaut. Das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen. Und 3 Tage später, nach dieser Sprachnachricht, auf einmal hatte Herr Buchwald so eine laienhaft gestochene Waschmaschine auf der Stirn. Warum waren Sie eigentlich so sauer auf den Herrn Buchwald? Tja, dank Lars darf ich jetzt bei der Scheidung von meiner Frau richtig bluten. Weshalb ist er jetzt schuld an der Scheidung von Ihnen und Ihrer Frau? Ja, Lars hat seiner Freundin Franziska gesteckt, dass ich einen One-Night-Stand mit Tennessee Rose hatte, also Frau Rudolph. Ja, weiß schon. Ja, und wie Frauen halt so sind, hat Franziska das dann direkt meiner Frau gesteckt. Und das Ende vom Lied ist jetzt, dass ich bei meinem Bruder auf dem Sofa pennen muss. Kommt vor. Und das war 3 Tage vor der Tat? Genau. Ich habe dir das unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt, weil ich Rat gesucht habe. Aber jetzt weiß ich, was für ein Kumpel du bist. Danke für nichts. Ja, mein Gott, ich habe da vielleicht mal ein paar Anmerkungen gemacht. Da konnte ich noch nicht wissen, dass Franzi direkt zu deiner Perle läuft. Also wenn ich mich recht erinnere, soll die Waschmaschine doch eigentlich auch für Verrat und für zu viel Reden stehen. Also perfekt eigentlich für Ihre Motivation, Herr Völker, finden Sie nicht? Bitte was? Nee, also das mit dem Tattoo, das können Sie mir nicht anhängen. Das war ich nicht. Ich könnte mit so einem Tätowierding gar nicht umgehen. Kann jeder, das ist so einfach. Sogar Herr Höch kann es. Ja, es kann jeder. Schau dir das an. Denen sind Hunderte in unserer Einfahrt. Was hat das mit auf sich? Tut mir leid, Frau Vorsitzende. Ich sagte, ihr sollte draußen warten. Für Lars und das reicht jetzt endgültig. Das ist ein Missverständnis. Warum kann sie einfach so in die Verhandlung bleiben? Tut mir leid, Frau Vorsitzende. Ich sagte ihr, sie soll draußen warten, bis sie aufgerufen wird. Tut mir leid, Frau Richterin. Ich bin die ganze Zeit schon so aufgeregt. Während der Hinfahrt. Ja, ich bin Franziska Stamm und das ist mein Freund, der Lars Buchwald. Ach, die ganze Zeit wartet er auf Sie, die Telefoniererei. Sie sind als Zeugen vorgesehen. Noch Fragen momentan an den Zeugen Völker? Nein. Herr Völker, dann nehmen Sie jetzt bitte hinten Platz. Und Sie, Frau Stamm, mit Ihnen mache ich gleich weiter. Hier vorne ist frei. Vielen Dank, Herr Ries. Frau Stamm. So, bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar, 55 fürs Protokoll. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Stamm, Ihr Vorname ist Franziska, Sie sind 38, wohnen in Köln. Was sind Sie jetzt vom Beruf? Ich arbeite in einer Modeboutique. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein. Sind Sie denn jetzt noch rechtzeitig gekommen? Und hier geht es um dieses Waschmaschinentattoo, das der Angeklagte oder sonst irgendjemand auf die Stirn Ihres Freundes tätowiert hat. So. Und was dürfen wir jetzt mit Flaschen aus Ihrer Einfahrt, wenn ich das richtig verstanden habe? Hat jemand Sie hindern wollen, hier als Zeugin zu erscheinen? Ja, ich habe keine Ahnung, aber da war eben dieser Zettel. Was für ein Zettel? Der ist an Lars adressiert. Und, Zettel immer zu mir, Handys zu mir, Videos zu mir, Zettel zu mir. Dankeschön. Nehmen Sie wieder Platz. Für Lars Buchwald, es reicht endgültig.
Das muss eine Verwechslung sein. Ja, wie Verwechslung? Ist dein Name drauf? An die 80 Paletten von diesen komischen Flaschen stehen in unserer Einfahrt. Ich komme nicht raus mit dem Auto. Ich habe keine Ahnung. Also es sieht aber so aus, als wäre jemand sehr sauer auf den. Lassen. Herr Buchwald, wissen Sie, wer das gewesen ist? Ich meine, Sie sind Opfer einer Körperverletzung, da zählt jede Spur. Wie gesagt, das muss eine Verwechslung sein. Ich krieg das wieder hin, mach dir keine Sorgen. Kann ich mal so eine Flasche haben? Können Sie mal, ich bring sie nach vorne. Was ist denn da drin? Lassen Sie sich überraschen. Okay. Bergluft in Flaschen, abgefüllt von L. Buchwald in den Schweizer Alpen. 100% pure Bergluft aus dem Kanton Bern. Ist das Ihre Luftnummer? Ja, das ist eine Idee von mir. Und ich wollte Sie eigentlich damit überraschen. Ich wollte die Flaschen halt abfüllen Für was? Wer braucht Bergluft? Ja, für Touristen. Und dann wollte ich die halt an die verteilen, damit die halt ein bisschen Luft mitnehmen aus den Schweizer Alpen. Soll das ein Start-up sein oder so irgendwas, was bei euch? Ja, das ist meins. Richtig, richtig. Ja, ich schon befürchtet, dass dich damit überraschen, ja. Dann frage ich mich, wieso landen auf einmal 80 Paletten mit den Flaschen vor der Garage und man beschwert sich? Das verstehe ich jetzt noch nicht, Herr Buchwald. Ja, also ich habe da so ein paar Probleme mit dem Lager und da hatte ich dann halt die Idee, ich bin froh, dass jetzt raus ist, ich habe da so ein bisschen von unserem Privatkonto was genommen, aber ich wollte das dann durch den Gewinn, der dann entsteht, wollte das wieder einzahlen, bevor du das halt siehst, weil ich weiß, was unser Gemeinschaftskonto, dass du einen Blick drauf hast. Oh Gott, du hast das von unserem Geld genommen dafür? Oh. Du sagst, mein Tattoo-Studio würde nichts einbringen, damit könnte man kein Geld verdienen. Und dann kommst du mit so einer Nummer und die ist besser und stellst dich als was Besseres hin. Oh mein Gott. Was ist los? Haben Sie Schüttelfrost oder sowas? Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben, bitte? Soll ich nochmal vor Vorsitzende? Seien Sie so nett. Ja. Sie sind ja heute der Wasserlieferant. Bin hier zwar nicht geeignet. Naja, aber Luft in Flaschen passt irgendwie auch zum Banker, würde ich mal sagen. Oder da gibt es ja auch viel heiße Luft gelegentlich. Geht's dann wieder? Ja, wenn das Zittern anfängt, dann dauert es ein bisschen, bis es wieder aufhört. Aber das ist alles okay. Also Ihrem Freund wurde ja an diesem 25. Januar diese Waschmaschine auf die Stirn tätowiert, dass man mal wieder auf den Fall zurückkommen. Nach der Eröffnung oder bei dieser Eröffnungsfeier waren Sie ja auch, ne? Wie war die so für Sie? Ja, die war ganz nett, aber der Lars, der war recht früh schon sehr, sehr betrunken. Und dann, ich habe den nicht geschafft mitzunehmen, dann bin ich früher gegangen. Oh Gott, du bist so eine Spaßbremse. Ich weiß gar nicht, was Lars so toll an dir findet. Hey, lass meine Freundin in Ruhe. Wann sind Sie gegangen, Frau Stamm? Müsste so kurz vor 11 gewesen sein, vielleicht 5 vor 11. Das müssten auch alle mitbekommen haben. Ich habe den nicht überredet bekommen, mitzukommen, und dann bin ich gegangen. Ja, Anzi hat sich so um den Dreh verabschiedet. Sie wollte sich ein Taxi nehmen und wir haben dann auch weiter gefeiert. Lars hatte gerade eine Runde neue Shots eingeschenkt. Um kurz vor 11, sagen Sie? Also, das ist merkwürdig, weil ich habe mir noch mal das letzte Foto angeschaut, das die Zeugin Rudolf mit dem Herrn Buchwald zeigt. Und da im Hintergrund, also da steht 23.12 Uhr drauf. Und also da kenne ich im Hintergrund Sie. Können Sie es mal drauf? Ja, vielleicht kann ich das mal, ich versuche das mal auf meinem Tablet. Ja, und vielleicht können Sie auch so. Ah, Frau Stamm, das sind Sie da im Hintergrund. Ja, das kann halt sein, ich habe mich halt ein bisschen vertan in der Zeit. Also, Sie haben sich gar nicht vertan. Sie sind gar nicht vor 23 Uhr gegangen. Und was machen Sie dabei? Sie ertappen Ihren Freund, wie er mit Frau Rudolf flirtet. Ja, okay, dann war es eben ein bisschen später. Und ja, ich bin gegangen, weil mir natürlich nicht gefallen hat, dass die geflirtet haben. Dann ist es halt so. Sie haben ja gesagt, Ihre Hand zittert immer, wenn Sie nervös sind, wenn Sie sich aufregen. Ja, ist aber auch bald vorbei. Ja, ich sage halt höchst das dritte Mal, dass ich Sie einfach bitten möchte. Weißt du, was Sie, glaube ich, wollen? Mhm. Ein Blatt Papier, und einen Stift. Sie können Wir haben den gleichen Gedanken gehabt, Frau Vorsitzende. Sie möchte doch herzlich gerne eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine? Meinen Sie doch eine Waschmaschine. Meinen Sie mal das? Machen Sie mal so. Machen Sie mal Waschmaschine. Was soll denn der Quatsch? Machen Sie mal Waschmaschine. Ja, okay. Darf ich? Ja. Ich darf das mal gerade so mitnehmen. Sag nichts dazu, Frau Vorsitzende. Brauchen wir auch nichts dazu. Dürfte ich es kurz in Augenschein nehmen, natürlich, Frau Vorsitzende? Natürlich. Ja. Da war ich jetzt einmal drüber. Ach, Herr Höch, bevor Sie sich setzen, könnte ich ein Glas Wasser haben. Das wäre sehr nett. Sie brauchen Sie. Das ist aber wirklich interessant.
Es ist ja so, Frau Stamm, danke, dass allen von Anfang an eines aufgefallen ist, Waschmaschine hin oder her, das waren vor allen Dingen diese extrem krickeligen Linien. Kann man natürlich absichtlich machen, wenn man es kann. Kann man natürlich aber auch so haben, wenn man so aufgeregt ist. Und Sie haben sich an dem Abend aufgeregt über Ihren Freund. Jetzt sag mal, warst du das? Nur weil ich mit der Caro geflirtet habe? Ja, nicht nur deswegen. Nicht nur deswegen. Ich weiß es nicht. Ich habe an dem Tag halt auch erfahren, dass du das Geld abgehoben hast. Und was weiß ich, du hast nichts gesagt, das war so heimlich. Ich war mir dann sicher, das sind irgendwelche Frauengeschichten. Das ist ja nicht das erste Mal. Ja, und dann natürlich der Flirt, der hat mir den letzten Stoß versetzt. Also, ich bin dann durchgedreht, ja. Kann ich verstehen bei meiner Vorgeschichte, aber du weißt, ich habe dir versprochen, ich bleib dir treu und alles wird wieder gut. Ja, jetzt weiß ich das auch, aber ihr habt schon viel versprochen in ihrem Leben. Warum um Himmels Willen das Waschmaschinentattoo? Ja, auf der Eröffnungsparty war es halt eben Gesprächsstoff. Da hat der Thorsten, der hat gedroht, die Waschmaschine auf dem Hintern zu tätowieren. Und das ist mir einfach so im Kopf geblieben. Echt jetzt? Und mich hast du damit voll reingerissen. Franzi, ich kann auch weiß Gott nichts dafür, was der Lars macht. Das tut mir furchtbar leid. Jetzt verstehe ich eines nicht. Wie sind Sie ins Studio reingekommen? Ich meine, die haben den geparkt hinten, er hat seinen Rausch aufgeschlafen, die sind Döner essen gegangen. Wie waren Sie jetzt? Schlüssel war keiner mehr frei? Ja, ich habe mitbekommen, dass der Thorsten den Lars dort schlafen lassen möchte. Und dann habe ich mich halt im Nebenzimmer versteckt und abgewartet, wo alle weg waren. Und dann in der Zwischenzeit konnte ich mir auch so ein Tutorial angucken, wie man tätowiert. Und dann dachte ich, verpasst ihm einen Denkzettel, da erinnert sich immer dran. Und dann, ja, dann habe ich es eben gemacht, wo alle da weg waren. Wenn er besoffen ist, dann schläft er so fest, dann, man kann alles mit ihm machen. Ja, das tut mir leid. Ja, schön, dass man alles mit ihm machen kann. Das Problem ist, wenn man sowas hat, man kommt mit dem nicht klar, schießt man in den Wind. Man trennt sich, aber nicht mit Waschmaschinentattoo auf die Stirn. Das tut mir furchtbar leid. Ich bin einfach durchgedreht vor Wut. Noch Fragen an die Zeuge? Bleibt unvereidigt. Nein. Werden Anträge gestellt? Schließe die Beweisaufnahme, Herr Oberstaatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, wer jemandem so etwas antut, es ist ja nicht nur die Tätowierung, die Sie da veranstaltet haben. Sie hätten ihm das auf den Oberschenkel tätowieren können. Von mir aus auf den Hintern. Sie haben es ihm ins Gesicht tätowiert. Dazu gehört sehr viel Gehässigkeit. Dazu gehört eine unfassbare Eifersucht. Da hat jemand ein ganz, ganz großes Problem mit seiner Eifersucht. Und deshalb haben Sie demnächst auch ein Problem mit der Justiz. Das dazu, der Angeklagte, Frau Vorsitzende, ist eine Tätowierte, aber eine ehrliche Haut, erst freizusprechen. Vielen Dank, Herr Oberstaatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Hüsch. Hohes Gericht, Frau Vorsitzende, Herr Oberstaatsanwalt. Herr Buchwald, Sie tun mir schon leid, muss man wirklich so sagen, ganz ehrlich. Also, wissen Sie, erst die Romanze mit der Tennessee Rose geht völlig daneben. Dann Ihre eigene Freundin, die Ihnen eine Waschmaschine auf die Stirn tätowiert. Ich hoffe nur, dass Sie nicht vollständig aus der Bahn geworfen werden. Aber eins ist natürlich festzustellen, mein Mandant ist ehrlich. Er hat die Tat nicht begangen, und das freizusprechen. Und ich bin froh, dass es endlich rausgekommen ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Sie nehmen bitte hinten Platz. Ja. Sie haben das letzte Wort, Herr Hüsch. Ja, ich hoffe, dass es schnell die Runde macht, dass ich unschuldig bin, damit mein Ruf wiederhergestellt ist. Dann komme ich jetzt zur Urteilsverkündung. Bitte erheben sich, meine Damen und Herren. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Staatskasse. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Was hat man von sowas? Ich verstehe es nicht. Hauptsache Mann, und wenn er auf der Bettkante sitzt und hustet, oder wie? Aber doch nicht mit einer Waschmaschine auf der Stirn. Sie wissen ja, wo er arbeitet. Und soweit ich weiß, sind Banken noch so die letzten Bastionen, wo man jedenfalls im sichtbaren Bereich keine Tattoos haben darf. So, gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder Revision einzulegen binnen einer Woche für die Staatsanwaltschaft. Ich erkläre Verzicht von Rechtsmitteln. Herr Buchwald, als Nebenkläger haben Sie das Recht, einen Antrag zu stellen, selber? Ich schließe mich den Worten des Oberstaatsanwalts an. Sie auf Rechtsmittel verzichtet, damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Franziska Stamm wurde wegen Körperverletzung sowie uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Oliver Dirks wurde wegen Hausfriedensbruch in 2 Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 40 € verurteilt.